Oben habe ich einen Lebensbrunnen gefunden und das sieht doch langsam so aus, als wären wir jetzt angekommen beim Anführer. Wieder keine Ahnung. Das war gerade der Handschuh. Was macht er da? Die leuchten. Die leuchten wieder. Dann leuchten die lila. Die sind schon farbenblind. Grün haben die. Die bleiben dann stehen. Was geht hier ab? Ich meine, das ist unglaublich nett und so. Aber was geht hier ab? Hab ich die gemacht? Oder hilft uns Pan? Guck mal das. Der Kristall ist bereits vollständig. Ich krieg von Feinden auch so Kristallfragmente jetzt. Cool. Du hast den Feenbehälter, suche in den Türmen nach Feenblüten, um ihn aufzufüllen. Hallo. Letzte Nacht träumte ich, dass eine wunderschöne Frau mich im Schlafe besuchte. Sie war betörend, hypnotisierend. Sie erzählte mir, es werde ein Krieger kommen und den Fürsten der Lykaner vernichten, und sie und ihr Volk würden ihn dabei unterstützen. Sie war die Königin der Feen und sprach in einer Zunge, derer ich nicht mächtig war. Dennoch verstand ich jedes Wort. Meine Augen werden sicher nie wieder eine solche Schönheit erblicken. Wenn ich heute sterbe, dann in dem Wissen, dass ich Dinge gesehen und erlebt habe, die keinen anderen vergönnt waren. Und so kann ich im Fug und Recht behaupten, dass die verheißene Belohnung wirklich existiert. Also manchmal ist es so komisch geschrieben. Naja, okay. Schöne Frau. Eine schöne Frau. Und wenn wir den Feenbehälter jetzt vervollständigen oder die Blüten sammeln, dann sehen wir die. Hier gibt's nichts mehr. Doch, ein Brunnen, ein Lumsi-Brunnen. Einmal Schattenenergie tanken. Ein bisschen Lebensenergie tanken. So. Hallo? Und wir haben Schattenmagie voll. Das Amulett. Du hast dein Schattenstein-Medaillon gefüllt und so deine Magiekapazität gesteigert. Ja, in Ordnung, super. Jetzt können wir mal wieder Lebenssteine finden. Ups, das war zu spät. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Und wir machen schon wieder alles kaputt. Ich weiß nicht. Ach. Komm, gehen wir erstmal rein. Hm.
Nein, wir gehen erstmal nach unten. Wenn es nicht weitergeht, okay, aber wenn ich mich darüber geschwungen habe, ich weiß dann immer nie, ob ich wieder zurückkomme. Und das wäre schade. Hier liegt keiner mehr. Das wäre auch zu nah beieinander. Die Tür kriegen wir nicht auf. Hier drüben kommen wir auch nicht hoch. Dann drehen wir noch mal. Irgendwas sagt mir, dass das nicht richtig war. Ja, wären wir doch mal rübergeschwungen. Entschuldigung. Aber das finde ich echt schwierig immer zu entscheiden. Weil, wie gesagt, eigentlich wollte ich nicht so viel verpassen. Aber es bleibt bei dem Spiel anscheinend nicht aus. Drei Sachen müssen wir finden. Ich weiß noch nicht was, weil es ist ganz komisch schwarz ausgeschnitten. Da ist eine Pflanze. Entschuldigung, falscher Knopf. Nur ein Wag könnte eine solche Wand hochklettern. Wag. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Du nervst. Wir möchten uns dann doch nur hier mal ein bisschen umgucken. Okay. Ich kann hier nicht runterspringen. Ich kann nicht nach unten gehen. Jetzt sind wir wieder hier. Du musst die drei Feen. Ach, Feen sollen das sein. Das muss aber eben auch mal gesagt werden. Dann gehen wir erstmal links lang. Ja, hier ist was Großes, wollte schon sagen, nach dem Gerummel zu urteilen. Haben die dich hier ganz allein gelassen? Wollten sie nicht mit dir spielen? Oder hast du die ganze Zeit auf mich gewartet? Hm? Ja, genau. Gefressen werden möchte ich eigentlich nicht. Wir brauchen noch mal ein bisschen Leben. Komm hoch. Mal hier. Ach, das. Ja, gut. Nein, diesmal nicht. Ach, Leben ist voll. Jetzt müssen wir den noch tot kriegen. Stopp, stopp, stopp. Nicht so viel. So, Lumpsies einsammeln. Und wir haben ja schon die, komm schon. Wir haben ja schon die Pflanze gefunden, die wir hochklettern müssen. Also mit dieser Kamera ist die Steuerung von dem Typen hier echt schwierig. Und nach oben, danke. Jetzt warten wir mal, bevor wir ihn umbringen, nicht, dass da nochmal eine Pflanze ist. Bisschen langsamer. Da ist ein Toter. Der hat bestimmt eine Schriftrolle. Da geht's abwärts. Da geht's zum Brunnen. Brauchen wir nicht. Sind voll. Ja, seht ihr, hätte ich den jetzt getötet.
Ist das ein großer? Ja, das ist ein großer von dem. Oh, komm her. Some much ways. Na Gott sei Dank haben wir den noch nicht umgebracht. Da ist eine Kurbel. Ich kann aber nichts berühren oder machen, wenn ich auf dem Typen sitze. Tut mir leid. Wir haben gelernt, dass wenn wir irgendwie was aufmachen, wir nicht mehr zurückkommen, weil dann das Tor hinter uns zugeht. Toll. Jetzt abwärts. Ach man, schon wieder, das meine ich. Tausend Wege. Wir holen uns jetzt erstmal die Schriftrunde. Nein, ein Stein. Den hätten wir jetzt verpasst. Doch erst nach unten. Komme ich dann wieder hoch? Ja, oder? Ach, Menno! Hä? Was war denn jetzt los? Ich kann mich nicht von der Wand abstoßen. Das heißt, wenn da was dahinter war, dann ist jetzt vorbei. Der hält sich aber nicht fest. Was soll ich denn machen? Hallo? Halt dich doch fest. Er läuft nicht nach links, nicht nach rechts. Der hält sich nicht fest. Also. Sieht da alles ganz toll aus. Hä? Ich bin verwirrt. Moment. Moment, Moment. Hier waren wir doch. Hier waren wir doch. Da haben wir jetzt die Kurbel gedreht und dann ging es doch nicht mehr zurück. Was? Okay. Jetzt müssen wir den Warg töten, damit wir die Pflanze hochklettern können. Und Entschuldigung. Hallo Großer. Tut mir leid. Eigentlich war ich mit dem Kumpel schon da oben. Aber dann habe ich mich für die falsche Richtung entschieden und ja. Jetzt musst du halt leider auch dran glauben. Tut mir leid und so. Ich bin jetzt mal den Arm. Boah, sah das cool aus. Aber die ganze Schattenmagie war jetzt, lag jetzt in dem Einschlag. Ein bisschen übertrieben, oder? Wir sammeln mal zwar wieder fleißig. Ach, er ist schon down.